starten wir mal, ne? Wir müssen kurz zusammenrichten, ne? So, sollen wir mit der ersten Episode starten, mein lieben Zuschauer? Mein lieben Börsenmusins. Ja, ich bin's übrigens euer Relink, ne? Nicht Sascha White. Sascha White würde nie so aussehen. Ja. Genau, dann denke ich mal, starten wir dann mit einem neuen Spiel direkt. Oh, Dual Destinies, let's go. So. Sobald Phoenix White hier dann erscheint, beziehungsweise Sascha White, dann hole ich ihn. Genau, aber fürs Erste, das will ich das mal auch selber mal sehen, ne? Was hier sich vorgeht. Das ist jetzt hier. Einmal eine Bombe im Gerichtssaal, ist das euer Ernst? Oh mein Gott, evakuiert alle! Eine Bombe hier, what? Und dann alle rennen weg. Oh, ist klar, Alter, wer war das denn gewesen? Ist klar, hat es wer kann? Okay, oh Mensch, ey, seht ihr das eigentlich? Ah. Mhm. Alter, ist klar. Ja, ist... Oh mein Gott, Alter, wer war das denn jetzt gewesen, ey? Einfach mal den gesamten Gerichtssaal gesprengt, habt ihr gesehen? Alter, na gut, dass die alle evakuiert haben. Hoffentlich gab es keine. Wir leben zum in dunklen Zeiten und die Justiz liegt in Trümmer. Okay, okay. Es liegt an uns, ihr zu alter Größe zu verhelfen. Ja. Ah, guck mal, da ist Apollo. Oh mein Gott, White & Co. Agency. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Deine Zielperson hat sich wohl endlich entschlossen zu handeln. Mhm. Oh, guck mal, da ist der, let's go. Keine Sorge. Ich habe eine vertrauenswürdige neue Anwendung. Beziehungsweise Phoenix White. Ist irgendwie mal da. Zurück, nicht so eine Scheiße wie in Apollo Justice. Na guck mal, Athena. Das geht. Okay. Voll süß. Das geht. Egal. Oh, Mensch, ich freue mich so sehr. So, ah ja, Widget. Okay. Na klar, let's do this. Okay, cool. Jawohl. Sie ist schon ein halbes Jahr bei uns. Ist das Phoenix, der redet? Das ist so ungewöhnlich, dass er auf Deutsch redet. Ich kenne nur seine englische Stimme. Wie dem auch sei, ihre besondere Fähigkeit ist unsere stärkste Waffe. Jawoll! Cool. Na, hat mir Sascha White auch erzählt. Was zum? Oh mein Gott, was für eine Tollpatsche. Das ist voll lustig. Ey. Oh, Mensch. Ey. Geht es Ihnen gut? Alles okay. Oh, Mensch, ey. Oh, Mensch, das ist Athena. So ist es. Okay. Aus diesem Grund bin ich zurückgekommen. Jawohl, sehr gut. Okay. Oh, kannst kaum erwarten, euch Sascha White dann zu holen. Zeit, es zu Ende zu bringen. Jawohl! Schluss mit diesem ganzen Apollo Justice Unsinn, was wir da hatten. Da ist er, let's go. Okay, Tussi, seine Tochter, also adoptive Tochter hier. Jawohl! Okay, cool. Haare richten, Anwaltsmarke dran. Let's go. Okay. Cool, cool. Da seht ihr ihn. Let's go. Ist so ein Unsinn wie in Apollo Justice. Alter, ey. Jawohl! Und dann, ja. Okay. Sascha White hole ich auch, sobald die Zeit kommt. Noch nicht. Okay. Da ist er. Aha. Oh, Mensch, ey. Okay. Da habt ihr gesehen, Phoenix White, aka Sascha White. Der ist zurück. Mal gucken, wann er zurückkommt. Ne? Und fürs Erste lassen wir mal Assassina. Und da ist der Apollo, okay. Hat sich erstmal verletzt. Nur bestimmt da gewesen, ne? Im Gerichtssaal. Oh, Mensch, ey. Unglaublich. So. Lass mal jetzt als Athena ein bisschen. Countdown zum Wandel, hä? Episode 1. Let's go. Ja, auf geht's. Oh, ich freue mich so sehr, euch das irgendwie mal zu zeigen. Was so? Wie ich Bomben liebe. Sie zerstören alles. Sie vernichten jeden. Sie lassen keine Spuren zurück. Was zum? Wer ist das denn jetzt? Zeigen die jetzt erstmal den Täter oder wie? Das ist doch wieder typisch Ace Attorney für den ersten Fall, weißt du? Jetzt muss ich das Ganze nur noch diesem kleinen Mädchen in die Schuhe schieben. Ja, ist klar, okay. Nun, jetzt wissen wir schon, wer der wahre Täter ist. Das ist wieder ganz typisch Ace Attorney für die ersten Fälle, weißt du? Wo man gar nicht raten muss erstmal. Mensch, ey. Naja, wie dem auch sei. Guck mal hier schön in 3D, was geht. Gut, nicht so sehr sieht man das vielleicht, aber naja, auf dem 3D sah man das schon ein bisschen offensichtlicher, ne? Okay. So, bin ich mal gespannt, weil das ist jetzt alles auf Deutsch. Ich kenne ja das nur auf Englisch, wenn ich ganz ehrlich bin mit euch. Ich habe ja Dual Destinies damals auf dem 3DS gespielt noch. Und ja, aber noch nie auf Deutsch. Das ist für mich auch das erste Mal. Deswegen, da bin ich mal gespannt, da will ich mal gucken, wie das ist. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist,
Es wird noch natürlich in diesem Part passieren, also keine Sorge. Oder jedenfalls in diesem Video werde ich natürlich noch Sasha White holen. Ihr habt ja gesehen, was für ein Glow-Up er bekommen hat seit Apollo Justice. Ja, und das wird auch auf jeden Fall sehr schön. Also seid gespannt. Ich freue mich auch, euch ihn wieder zurückzuholen. Aber erstmal, lass mal Assassin's zeigt, ne? Genau. Nope, ich bin nicht nervös, überhaupt nicht. Ah ja, ich muss ja jetzt ihre Stimme ja geben, ne? Habe ich gar nicht mal dran gedacht. Stimmt ja, ich muss ja natürlich jedem natürlich eine Stimme geben, ist klar. Und wie mache ich jetzt eine Mädchenstimme? Soll ich dieselbe Stimme wie Maya? Was ihnen ergeben, weil sie ist ja ein Mädchen, ne? Und ja, wir spielen ja anscheinend als sie erstmal. Okay. Wahnsinn, woran man sich an alles gewöhnt, ey. Die Anspannung macht mir fast gar nichts mehr aus. Alles klar bei dir, Athena? Na, guck mal, Apollo. Oh, boah, Mensch, ey. Oh, Apollo, sieh dir das an. Okay, hier sieht man schon wirklich den... Na, hier sieht man schon die, die Grafik, den Grafikunterschied. Ne? Bei Apollo Justice, das wir im letzten Let's Show gemacht hatten, da habe ich es nicht direkt so gesehen, den Unterschied, weil es gab schon... Auf dem 3DS gab es schon Apollo Justice, wo man die Grafik verbessert hat. Deswegen habe ich, ist mir da jetzt nichts Großartiges aufgefallen. Ja, aber hier sieht man schon direkt den Unterschied. Was geht? Wird die cool? Ja, klar, alles top. Ich könnte Bäume ausreißen, weißt du? Ach ja, nun, das freut mich aber. Obwohl, ich könnte schwören, dass sich deine Stimme gerade ein bisschen überschlagen hat. Uff, ich bin ganz schön leicht zu durchschauen, wie? Mensch. Überschlagen? Mama, meine Stimme noch nicht. Ich habe Nerven aus Stahl, echt. Oh Mensch, Athena. Oh Mensch. Das ist Apollo Justice, den wir auch in letzten Let's Show gesehen haben. Was für ein Trottel, nicht wahr? Nein. Okay, nein, nein, alles gut. Er ist ein Kollege aus der Anwaltskanzlei, für die ich arbeite. Apollo ist der leitende Strafverteidiger im heutigen Fall. Aber ich werde mit ihm hinter der Bank stehen und helfen, wo ich kann. Ich werde alles dafür tun, dass Johnny freigesprochen wird. Ah. Apropos Stahl, geht es dir wieder besser? Diese Explosion hatte ich ja voll erwischt, ey. Hauptsache, dir ist nichts passiert, wie? Und, mich geht der Fall auch persönlich was an, weißt du? Darum werden wir den Freispruch für Juniper erwirken. Wir beide zusammen. Aber hallo, ich werde nicht eher ruhen, bevor Junis Weste wieder blütenrein ist. Apollo, Tina? Oh mein Gott, noch ein Mädchen, oder wie? Ach, guck mal, Juni. Danke, dass ihr mir helft. Juni! Ah, okay. Juniper Woods. Was? Ach, okay. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Hey, geht's dir gut? Tut mir leid, ich kriege immer Hustenanfälle, wenn ich nervös bin. Zu Hause im Wald passiert mir das nie. Ah, okay, lebst du im Wald oder wie? Oh Mensch, ey. Das ist Juniper Woods. Wir sind von klein auf dicke Freundinnen. Und heute ist sie unsere Mandantin. Wann hat sie so langsam gesprochen? Wann hat sie so langsam gesprochen, ey? In den Nachrichten bezeichnen sie sie als mutmaßliche Bombenattentäterin. What? Mutmaßliche Bombenattentäterin. Ist klar. Voll gemein. Aber das ist absoluter Irrsinn, ey. Juni wäre zu so einer Tat nie im Leben fähig. Ah, okay. Ich hab dir was mitgebracht, Tina. Eine kleine Stärkung aus meinem Garten. Okay. Oh, danke. Ist das eine Orange oder eine Mandarine? Also für mich sieht es aus wie eine Orange, aber egal. Kann ja beides sein. Ein Orange, meine Oma sagt immer, die Farbe Orange steht für die Stärke und Ausdauer. Oh, verstehe, Stärke für die Verhandlung. Juni, sie ist so ein lieber Mensch. Oh Mensch, oh Mann, jetzt stehe ich hier mit einer Orange in der Hand und habe Tränen in den Augen. Oh Mensch, ey, Athena, ey. Voll süß, ey. Fette Güte, ey. Keine Sorge, du wirst sehen. Wir geben gleich so viel Gas, dass sie gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, oder Apollo? Ja, ja, das werden wir. Wir sehen, wir gewinnen diesen Prozess. Komme, was wolle. Was zum? Alles klar, okay, toll. Apollo! Apollo! Was ist los, Alter? Geht's dir gut? Oh, sein Verband saugt sich mit Blut voll. Einer seiner Verwundungen muss aufgeplatzt sein. Oh, er hat sich die ganze Zeit nichts anmerken lassen, aber das muss doch höllisch wehtun. Mann! Alter, so reckless, Alter, Apollo Justice. Hey, Justice! Was denn jetzt? Die Verhandlung wird geöffnet. Bitte begeben Sie sich in den Gerichtssaal. Was? Jetzt sofort? Aber so kann Apollo doch nicht arbeiten.
Ich muss Juniper verteidigen. Was sollen wir bloß tun? Die Verhandlung geht gleich los. Mit oder ohne uns. Oh nein, was machen wir jetzt, Leute? Eigentlich gibt es nur einen, der uns jetzt retten kann. Aber selbst wenn ich ihn jetzt anrufe, also Sascha White, Phoenix White halt, ne? Er schafft es nicht rechtzeitig ins Gericht. Ja, ist klar. Ja. Und Sascha White braucht noch ein bisschen, mein lieben Zuschauer, ne? Deswegen müsst ihr euch gedulden, bis er kommt, ne? Ihr habt es ja gerade selber erfahren. Was machen wir jetzt, wenn Sascha White nicht kommen kann so rechtzeitig? Nein, Sekunde, es gibt auch eine zweite Option. Apollo, gib mir das Beweismaterial für den Fall. Hm? Was hast du vor? Christina? Ja, Frau Sykes? Wir beantragen hiermit einen Verteidigerwechsel. Sina! Du willst doch nicht wirklich. Du wirst jetzt erstmal wieder gesund. Und ich verteidige Juni. Jawohl, wir machen das jetzt. Genau, weißt du. Ganz allein, Asina, denk doch mal bitte kurz nach. Du hast doch nie einen Fall ganz allein übernommen, oder? Noch ein Problem, das kriege ich schon geschaukelt. Glaube ich. Ich spreche erstmal Spanisch, ist klar. Oh, Mensch. Aber eigentlich musst du das entscheiden, Juni. Bist du damit einverstanden, dass ich übernehme? Ja, wäre ich. Ich glaube an dich, Tina. Und das reicht mir. Okay. Tja, Apollo. Wie fühlst du dich dann, Wojcik zu werden? Weißt du? Nein. Du machst dir Sorgen um mich, oder? Ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich nervös. Mein Herz schlägt mir gerade bis zum Hals, weißt du? Aber in deinem Zustand kannst du keinen Prozess führen. Das springe ich für dich ein. Ich muss. Oh, Mensch, ey. Na gut, umstimmen kann ich dich wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ich wollte Junipers Verteidiger sein. Aber ich weiß, dass du alles für sie geben wirst, Athena. Was soll das denn, Alter? Voll langsam. Das werde ich. Darauf kannst du dich verlassen. Okay, auf geht's. So. Mein Name ist Athena Syke. Ich bin Anwältin, wenn auch noch nicht lang. Ne? Aber Sascha White hat mir schon so einiges beigebracht. Weißt du? Oh, Mensch. Das hier ist mein zweiter Prozess als Strafverteidigerin. Aha. Und der erste, in dem ich ganz alleine hinter der Bank stehe. Aber ich muss da jetzt durch. Auf keinen Fall werde ich zulassen, dass Juni auch nur ein Haar gekrümmt wird. Genau. Unterstützen wir mal jetzt Athena. Auf geht's. So, auf geht's. Okay. Mal schauen. Eigentlich kümmert sich ja Sascha White um die ganzen Gerichtsprozesse hier, aber ausnahmsweise muss ich das mal übernehmen. Weißt du? Genau. Nee, nee. Machen wir es mal. Alter, seht ihr das an? Schön in 3D. Prozess Tag 1. Sitzung eröffnet. Boah, das war cool. Ah, der Richter. Den kennen wir natürlich. Was geht? Schön in 3D hier. Was geht, nicht wahr? Geil, ne? Heute wird der Prozess gegen Juniper Woods verhandelt. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Genau, das sind wir, mein lieben Zuschauer. Weißt du? Oh, Mensch, ey. Ja. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Guck mal, der alte Payday ist natürlich auch da. Oh, Mensch, ey. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, ist ebenfalls bereit, euer Ehren. Was haben wir denn hier? Wollte nicht ein rotes Äffchen als mein Kontrahent angekündigt, hä? Und es ist so, dass vor wenigen Minuten ein Verteidigerwechsel beantragt wurde. Nach der gestrigen Explosion im Gericht ist Herr Justice heute aufgrund von Verletzungen verhindert. Verstehe, verstehe. Überrascht mich nicht, dass er sich unter diesem Vorwand aus der Affäre zieht. Mein Gegner täuscht des Öfteren Unpässlichkeiten vor, um die Konfrontation mit mir zu melden, ne? Zu meinen, meine ich. Was? Der Typ hat vielleicht Nerven. Na warte, dem erzähl ich was. Genau, was sieht er. Oder zumindest würde ich das, wenn ich nicht so nervös wäre. Gah, dieser arrogante Armerleuchter. Arroganter Armerleuchter! Nein, Fidget! Täuschen mich meine Ohren? Ich könnte schwören, dass die Verteidigung soeben etwas gesagt hat. Nein, nein, nein. Sie haben gar nichts gehört. Schon gar nicht von mir. Merkwürdig. Ich könnte schwören, dass ich auch etwas gehört habe. Oh, das war nur mein treuer kleiner Partner, Fidget. Er spricht manchmal meine Gedanken laut aus. Hihihihi, du denn? Wenn das so ist, steht das allerdings im Widerspruch zu Ihrer vorigen Aussage. Aussage? Welche Aussage? Sie meint doch gerade, sie hätte nichts von sich gegeben, hä? Huh? Wenn ihr kleines Gerät jedoch äußert, was sie denken, dann haben sie mich gerade, wie genannt, einen eleganten Erlauchten? Ah, arroganter Armleuchter, was? Aber gut, oh mein Gott, sieht doch das an, Athena, ey. Oh Mensch, ja. Auf jeden Fall ist Athena in meinen Augen immer noch ein besserer Strafverteidiger als Apollo Justice, aber das ist nur meine persönliche Meinung halt.
Wie dem auch sei, letztendlich ist mir gleich, was da auf der Verteidigerbank herumspringt. Ob rotes Zäpfchen oder gelbes Grünschnäbel haben nicht den Hauch einer Chance gegen Gaspin Payne. Gaspin Payne? Ah, okay. Also das ist nicht Winston Payne, sondern das ist wohl ein anderer. Stimmt, ja, habe ich schon vergessen, Alter. Payne, ich denke, das reicht jetzt. Wenden wir uns wieder dem Prozess zu. Natürlich, euer Ehren. Natürlich, euer Ehren. Ich werde dieser kleinen Göre zeigen, warum man mich als Peiniger der Probezeit... Ja, ernsthaft? Peiniger vor allem. Oh, Mensch, ey. Ich wusste es. Dieser von vorne bis hinten ein arroganter Armleuchter. Arroganter Armleuchter. Da ist sie da. Frau Seuss, wenn Sie den Staatsanwalt weiter beleidigen, lasse ich Sie aus dem Saal entfernen. Tut mir schrecklich leid, ey. Da ist mein Temperament mit mir durchgegangen, ey. Und dann, Herr Payne, Ihr Öffnungsplädoyer bitte. Okay, können wir endlich mal starten, Alter, ey? Fast 20 Minuten hier, ist klar. Ja. Vielen Dank, euer Ehren. Oh, geht doch, meine Güte, ey. So ist der ganze Jahr rumgespielt. So, aber jetzt aber. Okay. Also gut. Der Vorfall ereignet sich gestern in diesem Gerichtsgebäude im Gerichtssaal Nummer 4. Ah. Zu jener Zeit wurde im Gerichtssaal Nummer 4 der Prozess für einen gewissen Bombenanschlag abgehalten. Oh, richtig. Bei diesem Prozess hatte ich ja auch den Vorsitz, ne? Und Herr Justice war der verantwortliche Strafverteidiger. Deswegen auch seine Verletzung, ne? Okay. Ja. Eine Bombe, die als Beweisstück in einem Prozess diente, flog aus einem heiteren Himmel durch die Luft. Ah. Dann sieh mal eine an. Ein schreckliches Unglück. Und Gerichtssaal Nummer 4 wurde vollständig zerstört. Wissen Sie, glücklicherweise gelang es dem Personal, den Saal vor der Explosion zu evakuieren. Nur ein paar Sekunden später und dieser Vorfall hätte unzählige Menschenleben gekostet. Wissen Sie, alle haben richtig viel Glück gehabt dadurch. Eine Tote haben wir allerdings trotzdem zu beklagen, nicht wahr? Das ist korrekt, euer Ehren. Als Gerichtssaal Nummer 4 nach der Explosion inspiziert wurde... Alter, ist klar, voll brutal. Entdeckten die Beamten die Leiche von Inspektorin Anne Scherf. Anne Scherf? Hat sie nicht? Hieß sie nicht anders? Ach, die haben das bestimmt komplett übersetzt auf Deutsch, ne? Ich meine, auf Englisch hieß sie ganz anders. Naja, egal, auch egal. Sie sollte im besagten Prozess als Zeugin aussagen. Aha. Vermutlich konnte sie sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen, ne? Eine schreckliche Art Tragödie. Zugegebenermaßen, auch ich bin mindestens 10-mal gescheuert, bevor mir die Flucht gelangt. Aber ey, wieder der typische Richter, Alter, ist klar. Vielleicht können Sie die netten Leute vom Gericht ihre. Also, vielleicht können Sie den netten Leute vom Gericht ihren Ruhm und auch ein Stückchen kürzen, wissen Sie? Ja, genau, was hier. Die Leiche des Opfers wurde in der Nähe des Eingangs zum Gerichtssaal gefunden. Offenkundig hatte die Inspektorin die Evakuierung anderer über ihre eigene Sicherheit gestellt. Alter, voll krass. Euer Ehren, gestatten Sie mir den Autopsiebericht des Opfers sowie das Sprengstoffgutachten als Beweismittel einzurechnen. Ah, okay. Ja, guck mal, das ist also das Bekannte. Mensch, ey, das erinnert mich noch an unseren allerersten Prozess von Ace Attorney. Wisst ihr noch? Oh, Mensch, ey. Okay, Zeitbombe und Autopsiebericht. Sehr gut, alles klar. Wie war das gleich? Die Beweisstücke für die Verhandlung werden in der Gerichtsakte abgelegt. Wie? Das hat mir doch Phoenix White mal einmal erklärt, ne? Wenn ich mir dort etwas ansehen möchte, benutze ich einfach R. Okay. Ja, guck mal. Und dann... Ja, alles klar. Stofftier-Taumbombe. Okay. Todeszeitpunkt zwischen 8 und 11 Uhr, hä? Warum kann man nicht die gesamte, genaue Uhrzeit? Okay, interessant. Na gut. Damit sieht jeder, dass ich eine Strafverteidigung bin. Oh Mensch, das ist aber witzig. Wenn ich hier noch was, zufällig? Ach, guck mal. Okay. Voller Justice. Asinas zeigt man hier nicht mal, ist klar. Okay, dann schon unseren Mandanten, Gaston Payne und dann Anne Schärfe hier. Soll das eine Anspielung sein auf, keine Ahnung, Anschärfen oder so? Die Bombe anschärfen oder die? Nein, keine Ahnung. Wie auch immer. Am besten werfe ich später mal einen Blick rein. Oh, okay. War ich wohl ein bisschen zu voreilig, aber egal. Okay. Also gut, rufen wir die Angeklagte in den Zeugenstand. Okay, dann schön die paar Wutz. Mann, Alter, wann zeigen die endlich mal Phoenix White, Alter? Würde ich sagen, mal Sascha White zurückholen, weißt du? So. Okay. Frau Wutz, geht es Ihnen gut? Sie sehen etwas blass aus. Verzeihen Sie, als ich vorhin ins Gericht kam, war mir etwas schwummerig. Okay. Alles klar. Aber es geht mir gut. Ah, das muss alles so schwer sein für Juni, ey. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Oh, Mensch, ey. Hihihihi. Können wir dann fortfahren? Ihren Namen und Beruf bitte, Angeklagte. Juni Powers. Ich bin Schülerin. Alter, voll jung, ist klar. Ja, gut. Frau Wutz, waren Sie am fraglichen Tag im Gerichtsgebäude? Ja, ich wollte zu Apollo, zu Herrn
Justice. Ich kenne ihn über meine Freundin Fina, weil, wissen Sie, und wollte ihm gestern bei seiner Verhandlung zusehen. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Ja, ist klar. Apollo schon einen Fan bekommen. Oh Mensch, da stimmt was nicht. Johnny hat ja richtig Angst, ey. Übrigens, ich bin auch als der Peiniger der Angeklagten bekannt. Ja, ist klar, übertreibt mal. Und heute werde ich erneut beweisen, dass ich diesem Spitzname gerecht werde. Dieser Überheblichkeit ist unerträglich, ey. Ich muss Johnny um jeden Preis verteidigen. Hey, arroganter Armer, Schasser mal Pain. Ja, bitte, das Fräulein Grünschnabel. Hätten Sie lieber eine Privatvorstellung meines Potenzials als Peiniger der Probezeit? Oh mein Gott, Alter. Tief durchatmen, Athena. Nicht provozieren lassen. Okay. Staatsanwalt Payne, Johnny sagt die Wahrheit. Herr Justice kann Ihre Angaben bestätigen. Das hat er vorhin im Anklagenzimmer auch schon getan. Und Johnny, er hat sich auch über die Lotuswurzel gefreut, die du ihm geschenkt hast. Oh, wirklich? Meine Oma sagt, Lotuswurzel ist gut für die Augen. Sie sagt, mit ihr kann man in die Zukunft sehen. Ja, ist klar. Ach ja, dann ist ja das ja ein perfektes Geschenk für einen Anwalt. Und wenn das stimmt, hat er sie wohl nicht gegessen. Oh, Mensch. Ein freundliches, kränkliches Mädchen soll einen Gerichtssaal in die Luft gejagt haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Achso. Alter, so heißt er, so spricht er also. Einspruch. Aber, euer Ehren, lassen Sie sich von unschuldigen Fassaden nicht täuschen. Die Angeklagte hatte ein Motiv für dieses Verbrechen. Das ist nicht wahr. Ich habe kein Motiv. Und ich kannte die Frau, die ermordet wurde, auch überhaupt nicht, ey. Zugegebenermaßen, die Untersuchung hat keine Verbindung zwischen dem Opfer und der Angeklagten gefunden. Aber das spielt keine Rolle. Was zählt, ist die Tatsache, dass sie Gerichtssaal Nummer 4 komplett zerstören wollte. Was? Sie wollte sie stören? Was soll das? Ja, die Zuschauer, ist klar, ey. Na, wie kommen Sie zu dieser Behauptung? Warum um alles in der Welt sollte sie das tun wollen, ha? Hast du da. Oh, Mensch, ey. Keine schlechte Frage für eine Dilettantin wie Sie. Okay, habe ich noch nie gehört, so ein Wort, aber alles klar. Doch zuerst eine Frage an die Angeklagte. Hat man jemals falsche Anschuldigungen gegen Sie erhoben, hä? Was? Ja. Was? Das hat man. Na sowas, okay. Bestimmt wegen den dunklen Zeiten des Gerichts, ist klar. Und hegen Sie aufgrund dieser Erfahrung einen Groll gegen die Justiz? Alter! Das warst du, Estina? Okay, so hört sie sich an, wie cool. Jetzt aber mal langsam, wenn das ein Motiv für einen Bombenanschlag sein soll, dann wären ja alle unsere Mandanten Sprengstoffattentäter, hä? Eine vernünftige Einwand. Und dann gäbe es auch kein einziges Gericht mehr im Land, hä? Ich räume ein, die Angeklagte ist nicht die Einzige, die etwas gegen die Justiz haben könnte, ne? Haben Sie schon mal was von, Phoenix Wright, aka Sasha Wright, gehört? Oder andersherum? der hegt auch sowas, ne? egal, wie auch immer. Nichtsdestotrotz ist Frau Woods die Einzige, die dessen Attentat verübt haben könnte. Und warum? Weil wir einen aussagekräftigen Beweis gefunden haben. Aussagekräftig? Das glaube ich, wenn ich sehe. Okay, ich sehe da. Okay. Ich spreche von einem bemerkenswerten Aspekt der Bombe, euer Ehren. Und was genau war an ihr so bemerkenswert? Hä? Lassen wir doch Frau Sykes diese Frage beantworten. Was? Mich? Ist nicht entgangen, dass Sie sehr nervös sind. Und edelmutig, wie ich bin? Ja, edelmutig, Frau, die ist klar. Bitte ich Ihnen die Gelegenheit, mit einer einfachen Frage an Selbstvertrauen zu gewinnen. Ach, geht's vielleicht noch etwas herablassender? Ich fasse es nicht. Was für ein Ekelpaket? Ekelpaket! Was hat Ihr Apparätchen da gerade gesagt? Nichts, gar nichts. Oh, Mensch. sie mit ihrem Witschern nicht wahr? Okay, mal sehen. Was mache ich jetzt am besten? Ach, was würde jetzt Phoenix Wright, aka Sasha Wright, machen? Ach ja, richtig. Wie er es sagte. Genau. Das hat er doch immer gesagt. Weißt du? Ja. Die Antwort auf seine Frage muss irgendwo in der Gerichtsakte zu finden sein, ne? Und dann, Frau Sykes, wie lautet die Antwort? Was war so bemerkenswert an der Bombe, die im Gerichtssaal explodiert ist? Ah, okay. In Apollos Aktentasche, in der Hosentasche des Gerichters oder in einem Stofftier? Lass mal kurz gucken, ne? Achso, ja. Toll, die Steuerung ist natürlich, hat man nicht gefändet. Achso, okay. Okay. Die Zeit mal, das war in der Explosion in einem Inneren eines Stofftiers versteckt. Ah, guck mal, da haben wir das ja direkt. War in einem Stofftier. Zack, genau. Mensch. Also wirklich, als ob ihr sowas entgehen würde, Herr Payne. Sie war im Inneren eines Stofftiers versteckt.
Jetzt zerstöre das Potenzial hinter einem kuscheligen äußeren Verbogen, genau. Wir zeigt er sie da so oder so. Oh Mensch, ey. Oh Mensch. Richtige Antwort. Eins mit Sternchen, Frosch Sykes. Die Bombe, die im Gerichtssaal explodiert ist, befand sich tatsächlich in einem Stofftier. Ah, na, verschmeckt Ihnen das? Ich bin gut, oder? Oh Mensch, ey, Asina. Macht sie so, ne? Weißt du? Oh Mensch, ey. Ja. Ach Mensch, ey. Wenn du wüsstest, Asina, was du gerade sagst, ey, das ist eigentlich nicht so gut für deinen Fall gerade. Ach, so viel dazu zu den ganzen Lehrlingen, nicht wahr? Ich hab doch gesagt, ich krieg das hin. Ich schaff das. Jawohl, nicht wahr? Oh Mensch, ey. Ja, ich erinnere mich, die Bombe war wohl die ganze Zeit in einem Stofftier versteckt. Ich habe sie nie wirklich zu Gesicht bekommen. Mhm. Aber wieso bringen Sie diesen garstigen, wirkenden Elefanten mit der Angeklagten in Verbindung, hä? Ah, die Antwort auf diese Frage kann ein weiteres Beweisstück liefern, das ich hier bei mir habe. Okay. Und erklären Sie mir auch, was das ist? Sieht mir ein bisschen angekokelt aus. Mhm. Das ist ein... Oh mein Gott, ernsthaft muss ich das jetzt aussprechen? Das ist ein Schwanz, euer Ehren. Der Schwanz eines mitleidendsten Opfer der Explosion. Oh mein Gott, Alter. Ist das eine Möglichkeit? Wollen Sie damit sagen, der Schwanz gehört Inspektor Sheriff? Oh mein Gott, Alter, ernsthaft. Euer Ehren, Sie sind auf einer heißen Spur, doch die Antwort leiden nein. Er gehört diesem Stofftier. Okay, jetzt denkt bloß alle nicht zweideutig, sonst wird es ein bisschen awkward, ne? Die Situation hier. Egal. Das ist Falsifant, ein höchst niveauloser Name, wenn Sie mich fragen. Falsifant, Alter, ey. Ernsthaft? Das ist das Maskottchen der Kampagne gegen gefälschte Beweise und falsche Anschuldigungen, ne? Exakt. Sein Motto lautet, gefälschte Beweise produzieren, ich haufenweise. Wow, das sind ja richtige Poeten, die Leute von der Kampagne. Falsifant Schwanz besteht aus PVC-Stoff. Und wir haben etwas sehr Interessantes auf ihm gefunden. Oh mein Gott, Alter. Die Fingerabdrücke der Angeklagten. Was? Okay. Falsifant liefert den Staatsanwalt alle Beweise, die wir brauchen. Überlegt, dass die Angeklagte mit einer Bombe in Kontakt war. Au! Oh mein Gott. Ernsthaft. Was? Es ist doch die Angeklagte, was soll das? Weißt du, die ganzen Zuschauer. Oh, Mensch, ey. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Wo kommen denn Junis Fingerabdrücke her? Hm, der Schwanz scheint wirklich so einiges zu belegen. Genau. Das Gericht akzeptiert ihn als Beweisstück. Okay. Okay, das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich verstehe schon. Okay. Frohz, haben Sie dafür eine Erklärung, hä? Ich verstehe nicht. Und wie steht es mit Ihnen, Frau Sykes? Haben Sie eine plausible Erklärung, wie diesen eindeutigen Beweis entkräften würde, hä? Wahrscheinlich nicht, wie? Also ich, verdammt, ich stehe völlig auf der Leitung. Aber ich muss mir schnell was einfallen lassen. Für Judy. Und wenn ich hier nichts mehr bekomme, können wir natürlich auch gleich zum Urteil übergehen, ne? Wie es scheint, kriegen sie ja nichts mehr hin. Halt! Nein! Ich muss etwas sagen! Schnell! Was? Oh nein! Meine Stimme versagt! Warum ausgerechnet jetzt? Nein! Oh nein. Was? Okay. Ich dachte, ich hätte es überwunden. Vielleicht bin ich doch noch nicht so weit. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Soll ich jetzt Sascha White holen? Nee, Moment. Mist, unbedingt, wir brauchen Sascha White, Alter, in der Situation. Phoenix White halt nun mal. Naja. Nee, weißt du was? Ich hole ihn noch nicht. Wir machen das einfach anders. Wir machen das einfach folgendermaßen. Genau. Ich pausiere das gleich. Genau, ich pausiere das einfach gleich. Was mache ich jetzt? Was zum? Meine Katze. Alter, voll brutal, ist klar. Kann ich das überhaupt hier zeigen auf YouTube? Oh mein Gott, ey. Ja, okay. Ja, okay. Das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, aber ja. Deswegen war ja das Spiel auf Mature M. auf dem 3DS gewesen. Voll brutal. Na, guck mal, Baby Asina oder Asina als kleines Kind halt. Versucht auszusagen und natürlich hört keiner auf sie. Ja, Mensch, ey. Ist klar. Völlig. Oh, weißt du? Sie sehen also, der Sachverhalt ist eindeutig. Ja. Moment mal. Ich pausiere das hier mal erstmal. Überspringen? Wieso überspringen? Hallo? Ich sehe das zum ersten Mal hier. Egal. Ja. der Gaspen Payne. Ja. Das denken Sie. Ich hole mal hier Sascha White und der zerstört mal Ihren Fall jetzt erstmal. Ne? Wir brauchen jetzt Sascha White auf jeden Fall. In der Hinsicht, ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückkomme, meine lieben Zuschauer, aber
Wenn ja, dann schon... Alter, wir sind schon eine halbe Stunde. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, Alter. Naja, so sind halt nun mal die Fälle von Ace Attorney. Das ist normal, dass es so lange ist. Aber trotzdem, Alter. Egal. Jetzt kommt Sasha White und findet das Blatt quasi. Nicht wahr? So wie man es ja kennt, ne? Ja. Deswegen habe ich ja auch erstmal Apollo Justice euch gezeigt, meine lieben Zuschauer, ne? Als erstes Let's Show, damit ihr wisst, in was für einer Lage ja, Sasha White sich befand, beziehungsweise Phoenix White, ne? In einer sehr miserablen Lage. Und jetzt ist er wieder zurück, so wie man ihn kennt und liebt, nicht wahr, mein lieben Zuschauer? Ah, jetzt komme ich hier, let's go. So, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten. Entweder war es jetzt von mir das oder nicht, mal gucken, ob was Sasha White mir noch später sagen wird. Naja, aber wie dem auch sei, entweder macht er das zu Ende oder so einigermaßen noch ein bisschen, nicht komplett den ganzen Fall, dass wir stundenlang hier sitzen, so nur ein bisschen wird er noch machen. Genau, und dann mal gucken, vielleicht werde ich sogar das so durchziehen, dass wenn er mit Dual Destinies fertig ist, dass er dann Spirit of Justice komplett selbst alleine durchzieht und das Let's Show macht, ne? Na gut, je nachdem, wie das ist, entweder war es das für mich endgültig, das bedeutet dann, mach's gut, meine lieben Zuschauer, das war euer Relink. Und wenn nicht, dann sieht man sich vielleicht wieder, ne? Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten, ich hole jetzt Sasha White und ja, in der Hinsicht, haut rein, stayed awesome und das war auf jeden Fall euer Relink bisher. Ciao! Ja, meine lieben Zuschauer, beziehungsweise meine lieben Brosmosins, nicht wahr? Und ja, ich bin's, euer Sasha White, lange ist es her und ja... Sieh mal einer an, wo wir hier gelandet sind. Meine Güte, ey. Ja, Mensch, ey, ist das Jahre her, seitdem wir uns zuletzt gesehen haben. Es ist voll ungewöhnlich für mich, jetzt wieder vor der Kamera zu sein. Ja, aber auf jeden Fall schön, euch wiederzusehen nach all der Zeit, meine lieben Zuschauer, nicht wahr? Ach ja, für euch sind ja nur ein paar Tage vergangen, ne? Also bei mir sind Jahre vergangen. Meine Güte, wann haben wir uns zuletzt gesehen? Gott, Alter, das müsste vor ein paar Jahren gewesen sein, ne? Oh Gott, das war noch zu Apollo Justice-Zeiten, ne? Oh nein, ey, da habt ihr mich bestimmt noch gesehen, wo ich, oh Gott, ey, wo ich noch als obdachlos aussah. Oh Gott, Alter, ey. Ja, das waren keine schönen Zeiten, ey. Ach Gott, Alter, ich war da noch Pokerspieler gewesen damals. Lassen wir die Vergangenheit sein, das ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt meine Anwaltsmarke wieder und ich bin jetzt auf jeden Fall wieder bereit für alle möglichen Gerichtsprozesse. Nicht wahr, mein lieben Zuschauer? Jawohl. So, er hat sich natürlich vieles getan seit dem letzten Mal, seitdem wir uns gesehen haben, ne? Ich bin jetzt mittlerweile eigener Chef in meiner eigenen Firma, ne? Und ja, und als Boss natürlich, als Chef, habe ich natürlich schon meine beiden Lehrlinge, Apollo Justice und Athena Syke. Und wie ich von Relink gehört habe, hat Athena Syke zurzeit gerade Probleme mit einem Fall, ne? Okay, nun braucht sie anscheinend Hilfe, dann lass mal einschreiten, ne? Meine lieben Zuschauer und ihr natürlich helfen, ne? So, weil Athena ist natürlich noch ein Lehrling, die muss natürlich noch so einiges lernen, aber von was sie bisher gelernt hat von mir, bin ich sehr stolz auf sie. Aber ja, lass mal sie ein bisschen helfen, das ist ja ihr erster Fall und ja, man muss ja nicht gleich übertreiben, nicht wahr? Gut, Gaspin Payne, was hast du denn hier zu erzählen? Sie sehen also, der Sachverhalt ist eindeutig. Ja. Einspruch! Als ob, ey. Mensch. Sie sind es. Tja, euer Ehren, so sieht man sich wieder. Aha, oh, guck mal. Ja, da sieht man mich, wie cool, ne? Ja, nice. Oh, geil, guck mal. In 3D sogar was geht, richtig geil. Tut mir leid, Athena, dass ich so lange gebraucht habe. Apollo hat mir am Telefon bzw. Relink alles erzählt, weißt du? Ich weiß Bescheid. Er hat mich gebeten, ihn zu vertreten und dir zu helfen. Danke, dass Sie hier sind. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich habe mich allein richtig schwer getan. Ach komm schon, ich finde, du hast dich tougher geschlagen. Oh, du voll süß, Alter, ey. Ja, nun, das ist meine Schülerin Athena. Ach, Mensch, ey, ja. Aber bin sehr stolz auf sie. Du hast mir genug Zeit verschafft, um herzukommen. Und jetzt wenden wir das Blatt, nicht wahr, meine lieben Zuschauer? Jawohl, auf geht's. So, okay. Jetzt mal alles richten, passt alles, wunderbar. Dann können wir nämlich starten. So. Alles klar, Chef, jawohl. Hohoho, wer schneit denn da aus heiterem Himmel vorbei, hä? Ja, wenn das mal nicht Phoenix White ist, sie schaffen es immer wieder, mich zu überraschen. Beziehungsweise Sasha White. Euer Ehren, Herr Payne wünscht sich verständlicherweise, dass Sie kurz einen Prozess machen. Aber ich bin der Meinung, dass wir hier noch ein oder das andere zu klären haben. Wie kann man die Fingerabdrücke von Frau Woods auf den Schwanz des Stofftiers, hä? Wie wurde die Bombe überhaupt gezündet?
Und natürlich, bis diese Fragen beantwortet sind, kann kein gerechtes Urteil gefällt werden. Ja, genau. Sie haben völlig recht. Setzen wir die Verhandlung also fort. Sie haben doch nichts dagegen, Herr Payne. Hihihihi, natürlich nicht, euer Ehren. Ja. Frau Woods scheint es wirklich nicht gut zu gehen, ne? Meine Güte, Frau Woods, ey. Ja, weißt du, irgendwas stimmt nicht mit Juni, Herr White. Ich habe das Gefühl, dass der Gerichtssaal ihr Angst macht. Oh, okay. Wegen dem Vorfall gestern, oder wie? Ja, das hat sie sicher traumatisiert. Alter, ja, ist klar, okay. Dann, die Arme, ey. Ganz schön mütig von ihr, dass sie sich dem Gericht überhaupt noch betreten kann. Alter, könnt ihr das vorstellen? Ist klar, erstmal Trauma gehabt und trotzdem... Oh mein Gott, Alter. Mein Respekt an Juni. Also, Juni Pavuz in der Hinsicht. Asinda nennt sie immer Juni. Ach, Mensch, ey. Ja. Ich möchte einen Antrag stellen, euer Ehren. Ne, genau. Dass wir nämlich sie eine Pause geben, dass sie im Anklagezimmer ausruht, ne? Ich bitte darum, dass sie Frau Woods im Anklagezimmer ausruhen... Ach, guck mal, ja. Im Anklagezimmer ausruhen darf. In Anbetracht des Zustandes der Angeklagten? Also gut, ich gebe den Antrag statt. Wollte ich auch, Jodie. Wir kümmern uns um den Rest. Jawohl. Okay, danke. Tut mir leid. Mach dir keine Sorgen, Juniper. Wir kriegen das schon hin. So, natürlich als Gentleman, natürlich die Ladies. Natürlich um sie alle kümmern, ne? Macht ja Sinn. So, jetzt brauchen wir uns erstmal um den... um unseren Angeklagten nicht keine Sorgen zu machen. Ne? So. Sascha White, ich bin höchst erfreut, Sie endlich zu treffen. Hä? Okay. Ja, so sieht man sich wieder, Herr Payne. Das ist schon lange Zeit her, ne? Sie sind ja noch schwerer vom Begriff als gedacht. De facto sehen Sie mich heute zum ersten Mal. Denn ich bin Gaspard Payne, der jüngere Bruder Ihres ewigen Rivalen, Winston Payne. Was? Oh, Alter, ey, ewiger Rivale? Alter, wann waren wir jemals Rivalen und dann noch ewige dazu, weißt du? Ey, ist klar, Alter. Wart Sie nur ab, Herr White. Ich werde Winston Schande aus den Geschichtsbüchern tegeln. Alter, ey. Ich werde dieser Schmalzlocke wird sich genauso peinlich aufführen wie Ihr Bruder, weißt du, ey? Hihihihi, euer Ehren? Die Staatsanwaltschaft möchte einen wichtigen Zeugen in den Zeugenstand rufen. Er wird Aufschluss darüber geben, wie die Angeklagte die Bombe im Saal zünden konnte. Okay. Sehr gut. Bitte rufen Sie Ihren Zeugen, Herr Payne. Oh, Mensch, ey. Nach all der Zeit, weißt du, und die haben immer noch kein Voice-Acting reingebracht, Alter. Was soll das denn, Alter? Also natürlich aus Einspruch und so, was wir ja gerade gesehen haben. Hat er schon gedacht, dass er jetzt nach Jahren die das... egal. Wie auch immer. Mir macht es nichts aus, das alles natürlich nochmal zu erzählen, aber... Ja, da... Hoffentlich bin ich nicht aus der Übung, aber wie auch immer. Ist ja nicht so schlimm. So, schauen wir mal. Der Zeuge hier, hä? Okay. Ihren Namen und Ihren Beruf, bitte? Oh, Alter, natürlich. Zeuge? Name, Dexplosion. Oh, ernsthaft, Dexplosion. Also Explosion quasi. Alter, die sind auch kreativ hier. Beruf, Spezialist für Bombenentschärfung. Huch, Sie haben aber eine seltsame robotische Stimme. Synthetische Sprachausgaben via Tastatur. Meine bevorzugte Art zu kommunizieren. Klingt wie ein Roboter. Und das hier, ne? Können Sie nicht normal reden? Was soll das, hä? Kann ich schon. Ja, Alter, kann er schon? Ey, warum sagt er da nicht so die ganze... Oh mein Gott, Alter. Also, was sich nicht geändert hat seit all den Jahren, das sind die Zeugen, Alter. Alle sind verrückt, ey. Unfassbar, ey. Ja, mache ich aber nicht gerne. Sprechen ist ineffizient. Energie aufwenden. Sprechen ist besser als tippen. Verstanden? Alter, ey. Ist klar. Ein eigenartiger Zeuge. Dieser Mann war für den Transport der Bombe verantwortlich und während der Explosion vor Ort. Sie sind Kopfmittelraumspezialist, wie das Opfer auch. Können Sie Frau Schärfer? Frau Schärfer, ah, okay, ich erinnere mich. Das war das Opfer in diesem Fall gewesen, nicht wahr? Ja, okay. Negativ, die Kollegen und ich lernten uns erst bei diesem Auftrag kennen. Bei der Polizei arbeiten viele Leute. Ich kenne nur einen Bruchteil von ihnen. Dennoch war es ein Schock, ihre Leiche zu finden. Ein Schock? Ich war nach der Explosion als erster am Tatort. Ich wollte den Raum sichern, habe aber stattdessen eine Leiche entdeckt. Also hat er die Leiche als erster entdeckt, ja? Der Zeuge ist hier, um uns den Augenblick der Explosion genau zu beschreiben. Also gut, das Gericht ist bereit für die Aussage von Herrn Plosion. Aber können Sie nicht wenigstens das Visier abnehmen? Zollen Sie dem Gericht etwas Respekt? Ja, genau, Alter. Alter! Oh, mit so einem Visor, Alter, seht ihr das? Der Visor? Oh mein Gott, Alter. So, unsere ersten Zeugenaussagen nach all den ganzen, nach all der Zeit, Alter. Ist ja unfassbar, meine lieben Zuschauer. Ja. Na gut, dann starten wir mal. Ich bin voll aufgeregt, weil es schon lange her ist, nicht wahr? Aber ja.
Schauen wir mal. Okay. Ich habe die Bombe entschärft und dann als Beweismittel hierhin transportiert. Bombenbezeichnung HH3000. Steuerung per Timer oder Fernbedienung. Ich verfolgte den Prozess vom Zuschauerbereich aus, als ich plötzlich erschrak. Ich sah, wie der Timer der Bombe herunterzählte. Ja, als ob, ey. Also war die Bombe scharf, obwohl sie zuvor unschädlich gemacht hat, ne? So ist es. Der Timer lässt sich leicht aktivieren. Erstens Drähte verbinden, zweitens Timer anschalten. Ein Kinderspiel. Das würden sogar Sie schaffen, Herr White. Dafür, dass der Sprengstoff als Chef schießt, der ganz schön scharf, Chef. Ich würde dann gerne das Kreuzfeuer beginnen. Was soll das denn jetzt hier? Explosion? Was ist denn das? Haha, 3000. Anders gesagt, eine Bombe. Eine Bombe! Schockschwere Note. Ja! Oh mein Gott. Herr Plosion, ich verlange, dass Sie dieses Teufelsding sofort entschärfen. Alter, bringt erstmal eine Bombe rein. Ist klar, Alter. Ist er verrückt? Entschärfungsvorgang abgeschlossen. 5,3 Sekunden. 0,2 Sekunden unter meiner persönlichen Bestleistung. Mann, jetzt wollen Sie mich umbringen? Sie sehen doch, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ja, Alter, was fällt dir ein? Der Richter sogar Stück zu Stück hier. Der ist ja unfassbar, Alter. Die ist eine exakte Nachbildung der HH3000. Damit übt man Bomben zu entschärfen. Entschärft gleich Erfolg. Explosion gleich versagt. Alter, ey. Erstmal schockiert der Zeuge uns alle, weißt du? Eine Nachbildung der Bombe, die explodiert ist. So sah sie also aus, hm? Ich habe ein Foto der Bombe eingereicht, das vor dem Prozess aufgenommen wurde. Ah, okay. Interessant, interessant. Ja, lass mal sehen. Abmessung 25 cm und so weiter. Gewicht 5 Kilogramm. Eine perfekte Kopie. Ah, okay. Natürlich. Eine Kopie, ja? Eine exakte Kopie als OP. Ihre Bombe ist wirklich eine sehr gelungene... Achso, Ihre Bombe ist wirklich eine sehr gelungene Kopie. Interessant. Ja, nur den Zündmechanismus konnte ich nicht nachbauen. Die Verdrahtung war zu komplex. Schade, ich hätte sie zu gerne nachgebaut. Zogen Sie Ihre Butler-Typ, ey. Ich bin heilfroh, dass die Bombe keinen Zündmechanismus hat, ey. Tja, das ist ja sonst was, nicht wahr? Ah, guck mal, da... Hat man ein Beweismittel aktualisiert, hä? Okay, ich weiß nicht, ob das für euch bekannt ist, aber ja, das passiert auch mal hier und da mal. Ne, nicht so wie früher, ganz, ganz früher noch. Oh, Alter, erinnert euch noch das Display einmal mit, damals, da hatten ja damals Edgeworth, ne, mein guter Freund Edgeworth, ne, gerne natürlich den Autopsiebericht immer aktualisiert damals. Und ich glaube, von Karma auch noch, der alte, ja. Ja, die haben ja auch gerne den Autopsiebericht immer aktualisiert. Aber hier aktualisieren die jetzt hier den Beweis. Und ich finde, das ist ganz gut. Weißt du? Ja, also wunderbar. Okay. Wenn die Verteidigung nun ihr Kreuzfeuer beginnen möchte. Hm? Wo ist denn Frau Sykes hin? Ach, Athena, ey. Oh, welche, das kleine Kind, ey. Oh, welche. Athena, du kannst wieder rauskommen, weißt du? Alles klar, Herr White, ran an die Arbeit. Er hat ja einen ganz schönen Schrecken eingejagt, was? Bitte? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Sie hätte sich fast in die Hose gemacht. Klappe, Widget. So durchschaubar wie immer. Das ist natürlich typisch Athena. Aber das macht sie auch immer so voll adorable, wenn du mich fragst. Voll süß, ey. Ach, Widget, ey. Beide Güte, ey. Ja, naja. Okay, wo waren wir? Das Kreuzfeuer steht an. Oh, das Kreuzfeuer. Na klar. Sie wirkt etwas desorientiert, ey. Ich hoffe, das ist alles in Ordnung bei ihr, wisst ihr? Ja. Vielleicht sollte ich mit der Athena die Grundlagen des Kreuzfeuers durchgehen, zu beruhigen. Sollen wir das machen, meine lieben Zuschauer? Ja, das ist ja eigentlich ein Let's Show, ne? Und für ein Let's Show, glaube ich, passt das nicht wirklich, ne? Ihr kennt ja das Kreuzfeuer, ne? Das habe ich ja vor Jahren mal euch gezeigt, wie das läuft. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Und Athena weiß ich, kenne ich ja, die kriegt das schon hin, also ich mache mir da keine Sorgen bei ihr. Solange sie natürlich bei mir aufgepasst hat, wie das alles läuft, ne? Weil ich habe ihr natürlich alles beigebracht. Ne? Ja. Nee, komm, lassen wir das. Vielleicht, wenn wir ein Let's Play irgendwann mal draus machen, ne? Also natürlich jetzt nicht hier, weil es in der Show ist. Aber irgendwann zukünftig später, dann vielleicht mache ich das mal, frage ich sie mal nach, ne? Dann seht ihr das auch. Ja, aber für eine Show finde ich das nicht notwendig. Nein, das wäre zu vieles Guten. Sie kriegt das schon hin. Ich vertraue auf sie. Ich helfe so gut ich kann. Wenn Sie keine Unstimmigkeiten erkennen können oder zu oft daneben liegen, können Sie auch mich um Rat fragen. Ja, das glaubst du, dass das passiert, ey. Nee, das passiert mir schon nicht. Keine Sorge, ey. Drücken Sie E, wenn die Option zum Beraten angezeigt wird, um mit mir zu sprechen. Okay. Das ist aber neu. Interessant. Okay, kenne ich gar nicht.
Dann sage ich Ihnen, welcher Teil der Aussage mir verdächtig vorkommt. Okay, klingt gut. Ich meine, ich komme auf dich zu, wenn ich in der Klemme stecke. Aber in der Realität wird das gar nicht passieren, ey. Eigentlich, meine lieben Zuschauer, ist es eigentlich andersherum. Eigentlich Athena und Apollo sind eigentlich diejenigen, die immer bei mir Rat brauchen, weißt du, und sich bei mir dann eben sich immer wenden. Ach Mensch, ja. Also selten ist es der Fall, dass ich mich bei denen wende, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber naja, so viel dazu, ne? Meistens wenden die sich bei mir, nicht wahr? Oh Mensch, ey. Okay, dann los, Zeit für das Kreuzfeuer. Meine Güte, ey, auf geht's. So. Oh, Kopf auf, wie cool, Alter, mit mir da. Das ist ja geil. Okay. Und dann auf geht's. Okay. So, ich weiß nochmal, ist ein bisschen näher, mein lieben Zuschauer, aber ja. Ich hake mal erstmal gleich hier nach. Moment mal. Moment mal. Sie sagen ja, Sie hätten die Bombe entschärft, ne? Okay. Aber Sie sind sich da auch ganz sicher? Absolut. Ich kann alles entschärfen. Ihr Bruchteil, eine Sekunde. Ja, Alter. Das sieht mir aber eher nach zerlegen aus, ne? Als nach entschärfen. Oh, Mensch, ey. Oh, Verzeihung. Besteht die Möglichkeit, dass Sie vergessen haben, die Bombe zu entschärfen? Unmöglich. Solche elementare Fehler unterlaufen mir nicht. Heißt das nicht, Irren ist menschlich? Ich meine, jeder Mensch macht Fehler, nicht wahr, mein lieben Zuschauer? Dann wiederum, naja, Mr. Robo-Brille wirkt nicht so allzu menschlich auf mich, wenn ihr mich fragt, ne? Ich meine, seht doch das Alter, er mit seinem Visor. Ja, Mensch, ey. Ich kann Ihnen versichern, Herr White, die Gerichtsakten bestätigen offiziell, dass die Bombe entschärft war. Dann kann ich ausschließen, dass er vergessen hat, sie zu entschärfen. Wie? Okay. Können Sie uns die Bombe etwas genauer beschreiben, dann, Herr Pilplosion? Gewiss. Okay. Jetzt immer ein bisschen mehr. Dann können wir schon mal das ausschließen, dass er... Okay. Bombenzeichnung. Ist das notwendig? Also, ich persönlich weiß natürlich, was getan werden muss, weil ich bin ja halt der Chef, ne? Ja. Aber ich denke mal, ich möchte ein bisschen Athena zeigen, wie das hier läuft natürlich in den Kreuzfeuern, ne? Und natürlich vielleicht auch euch, meine lieben Zuschauer, weil es ja schon ein bisschen her ist, ne? Und ich will ja selber auch ein bisschen reinkommen, weil es ja schon ein bisschen her ist, nicht wahr? Ja, deswegen lass mal hier nochmal nachhaken. Moment mal. Wie lauten die ungefähren Maße der Bombe? Ich meine, ich weiß es natürlich, aber erzählen Sie das nochmal, ne? Weil es eine Show ist. Abmessung 25 cm und der ganze für Gewicht dann 5 kg. Diese Informationen finden sich außerdem auf dem Foto. Oh ja, hier auf der Rückseite. Laut den Daten ist das legierungsplattierte Gehäuse 8 mm dick. Das klingt nach einem ziemlich massiven Metallgerät. Wenn Ihnen das auf den Fuß fällt, dann springen Sie aber im Viereck. Alter, Athena, wenn dieses Ding irgendwo fällt, springe ich erst zum nächsten Ausgang, weißt du? Das ist eine Bombe, Alter. Oh Mensch, ey. Athena, so unschuldig, so süß, ey. Unfassbar. Naja. Nun denn, ich denke, wir haben genug über die Bombe als solches gehört. Herr Plosun, Sie hätten also ein Auge auf die Bombe. Von wo haben Sie zugesehen? Ich verfolge den Prozess vom Zuschauerbereich aus, als ich plötzlich erschrak. Aber, ja, aber Moment mal. Ich will ja Athena und euch natürlich beibringen, wie das nochmal alles hier läuft, ne? Lass mal hier nochmal nachhaken. Moment mal. Warum waren Sie im Zuschauerbereich überhaupt? Ich hatte meine Pflicht erfüllt, wollte aber weiterhin wachsam bleiben. Auch bei einer entschärften Bombe kann man nie vorsichtig genug sein. Sprengstoff ist äußerst gefährlich. Ah, ich begrüße Ihr Verantwortungsbewusstsein. Sehr vorbildlich von Ihnen. Ich übe mich jeden Tag darin, Bomben zu entschärfen. Alter, ja, voll der Angeber, ey. Und ich übe auch, sie wieder zusammenzubauen. Ja, Alter. Ich verstehe ja, dass er sie entschärft, aber warum baut er sie wieder zusammen, ey? Kann er sich nicht entscheiden? Warum macht er das, ey? Erstmal uns allen schockieren, weißt du, mit seiner Tätigkeit. Oh, ey. Also ich für meinen Teil übe täglich, wie man Beweise präsentiert. Hassida, ey. So unschuldig, ey. Verstehe, aber üben Sie auch, wie man Beweise präsentiert bekommt? Präsentiert bekommt? Was? Nein, ich, Dann können Sie sich wohl kaum als Profi bezeichnen, oder? Na schön. Ab jetzt werde ich täglich üben, wie man Beweise präsentiert bekommt. Schnappen Sie sich Ihren Kaffeetasse, Chef. Wir machen die Nacht durch. Ich denke nicht, dass das nötig ist, Athena. Was für eine Zeitverschwendung, Alter, ey. Meine Güte. Herr Plosun, was haben Sie denn vom Zuschauerbereich aus beobachtet? Ja. Das ist übrigens Athena, habt ihr gerade auch mitbekommen. Ne? Ist ein bisschen temperamentvoll.
Die ist ja noch jung, also ja, da war was immer davon. Ne? Als ich in ihr Alter war, da war ich vielleicht, naja, ich war dann noch nicht mal Anwalt gewesen, ne? Ja. Asena ist, glaube ich, auch die jüngste Anwältin, die ich je getroffen habe. Die ist erst 18. Könnt ihr das vorstellen? Voll jung, ey. Ja. Und ich bin... Ich weiß gar nicht, sieht man das hier überhaupt? Na, guck mal, okay. Das ist, ich wollte gar nicht präsentieren, aber anscheinend ist das unsere... kann ich hier irgendwie zurück, bevor ich dir das präsentiere? Oh mein Gott, Alter. Ich wollte euch nur die Gerichtsakte zeigen und dann irgendwie nö. Okay. Wo ist denn nochmal die Gerichtsakte? Ist das hier vielleicht hier? Ach, egal. Wie auch immer. Ich sah, wie die... machen wir einfach jetzt hier weiter, ne? Ich sah, wie der Timer die Bombe herunterzählt. Ach, wirklich? Sie sahen, wie der Timer die Bombe herunterzählt, ne? Na, das glaube ich aber nicht, ey. Das zeige ich euch mal auch, meine lieben Zuschauer, ne? Wie kann er bitte schon die Bombe sehen, wie die heruntergezählt ist, ne? Guck mal, da haben wir doch den Beweis hier. Sie war im Inneren eines Stofftiers versteckt. Wie willst du eine Bombe, die im Stofftier versteckt war, sehen? Und vor allem dann noch den Timer. Wenn die im Stofftier drin war, dann siehst du nur den Stofftier und nicht die Bombe an sich. Meine Güte. So, bevor ich das präsentiere, ja, guck mal, seht ihr das an? Da seht ihr das sogar. Da seht ihr sogar, dass die Bombe hier sogar zerstört worden ist, Alter. Da ist ja erst recht das sogar noch kaputt gegangen. Da haben wir gleich zwei Widersprüche, wisst ihr? Oh mein Gott, Alter, diese Zeugen, sind noch alle... Naja, egal, wie auch immer. Soll ich das präsentieren? Warte mal, ich glaube, ich hack mal da noch einmal nach, weil ich möchte ja natürlich Athena und euch nochmal zeigen, wie das nochmal alles läuft, ne? Genau, ja. Moment mal. Aber das ist der Beweis, den wir auf jeden Fall präsentieren werden. Haben Sie mit eigenen Augen gesehen, wie der Timer heruntergezählt hat? Ich bezweifle ja, dass man mit so einem kleinen Timer vom Zuschauerbereich aus sehen kann. Hm, genau. Mit dieser Spezialbrille kann ich auch kleine Objekte auf große Distanz sehen. Ich weiß sogar, was sie gefrühstückt haben, wenn ich mir ihre Krawatte ansehe. Oh Gott, Alter. Ich komme mir plötzlich jetzt vor wie ein Käfer unter der Vergrößerungsglas, Alter. Was soll das denn, ey? Dann vorsichtshalber mache ich mal. Das bin ich hier voll bewusst, ey. Na gut, mit einer Spezialbrille konnte er den Timer vielleicht tatsächlich sehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Irgendetwas stört mich an seiner Aussage, Athena. Hast du mitbekommen? Was meinen Sie damit? Die Bombe war in einem Stofftier versteckt. Sie sah doch nicht einmal aus wie eine Bombe, ey. Genau, was ich euch auch erwähnt habe. Sie versuchen eine Aussage zu finden, die mit dem Beweismaterial im Widerspruch steht, richtig? Richtig. Dafür muss ich zuerst die Aussage von Herrn Plosion aufmerksam zuhören. Und dann sehe ich mir alle Beweisstücke an, die relevant sein könnten, ne? Machst du Notizen, Athena? Nicht vergessen, wenn Sie etwas präsentieren, dann öffnen Sie damit die Gerichtsakte. Haben Sie ein Beweisstück, das mit der Aussage im Widerspruch steht? Präsentieren Sie es. Ah, okay. Schön zu hören, dass sie was von mir gelernt hat. Sehr gut. Mal sehen, die Aussage beschreibt den Augenblick kurz vor der Explosion. Ah, gut aufgepasst, Athena. Ah, bin stolz auf dich. Also spielt der Zustand der Bombe zu diesem Zeitpunkt bestimmt eine wichtige Rolle. Jawohl, sehr gut. Ah, bin froh, dass sie selber drauf kommt. Mensch, ey. Ja, das muss man natürlich auch natürlich als Boss oder beziehungsweise als Chef natürlich machen. Ne? Ein bisschen natürlich deinen Schülern zeigen, wie es läuft, dass sie halt selber drauf kommen. Ne? Dass man nicht immer wieder alles hier auf dem Präsentierteller zeigt. Ne? Genau. So, jawohl, richtig. Eine Bombe, die nicht aussah wie eine Bombe, weil sie in einem Stofftier war, hm? Das ist aber schon komisch, nicht wahr, mein lieben Zuschauer? Ja. Tja, was machen wir da bloß, nicht wahr? Ja, okay, komm. Wir wissen natürlich, was hier getan werden muss. Ja, hier. So, dann präsentiere ich das, was ich auch ursprünglich machen wollte. Jetzt habt ihr es verstanden, den Prozess, ne? Jetzt habt ihr verstanden, wie das läuft? Ja, gut. Dann kann ich das euch präsentieren. So. Ich sah, wie der Timer der Bombe herunterzählt. Ja. Als ob, ey. Einspruch! Sie behaupten also, dass Sie den Timer der Bombe gesehen haben? Richtig, ja? Natürlich. Ich habe eindeutig gesehen, wie er herunterzählte. Und ich behaupte, dass Sie eindeutig lügen. Was soll das heißen? Sie können den Timer der Bombe gar nicht gesehen haben. Und zwar, weil die Bombe in einem Stofftier versteckt war. Tja. Herr Plosion, wie können Sie gewusst haben, dass die Bombe kurz vor der Explosion stand? Wenn Sie den Timer gar nicht sehen konnten. Ah,
Ja, jetzt rastet er aus. Papa, was denn? Ja. In der Tat, das ist ein eindeutiger Widerspruch, Zeuge. Wie erklären Sie das, hä? Also, Oh, das war genial, Herr White. Sie haben auf Anhieb den Widerspruch gefunden. Ja, danke schön. Nun, nicht vergessen das hinander. Unstimmigkeiten in Zeugenaussagen treten nie ohne Grund auf. Jawohl, meine lieben Zuschauer. Wenn Zeugen etwas vor uns verbergen, ist es unser Job, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Genau. Und das geht am besten, wenn wir alle Widersprüche offenlegen, oder, Chef? Jawohl. Bin stolz auf dich, hast ihn ja gut aufgepasst. Jetzt fragt sich nur, was wir aus Herrn Plosion noch alles herausbekommen. Also mal sehen. Nein. Da muss ein Fehler vorliegen. Ja. Jetzt versucht ihr irgendeine Lüge bestimmt rauszubekommen. Ey, ist klar. Ey. Ah ja, natürlich. Jetzt weiß ich es. Ja, ist klar. Das Piepen. Ich wusste es wegen dem Piepen. Ja, als ob, ey. Wie kannst du so ein Piepen von der Bombe hören, Alter? Wenn du von so weit entfernt bist, Alter. So unmöglich, ey. Da muss ich aber gleich einen Spruch holen, ey. Unfassbar. Piepen? Was ist denn das für ein Piepen? Wenn der Timer dieser Art von Bombe aktiviert wird, dann piept er leise. Piep, piep, piep. So klingt es, wenn die Bombe runterzielt. Ja, als ob, ey. Ein Piepen, sagen sie, hm? Konnte mir vorstellen, dass man das auch hört, wenn sie sich die Bombe in einem Stofftier... Oh, Mensch, ey. Natürlich der Richter... Immer noch so glaubwürdig und naiv wie damals, Alter. Oh, Mensch, ey. Ja. Mein Fehler. Kommt nicht wieder vor. Einspruch, Alter. Was soll das, ey? Wie um alles in der Welt haben Sie ein so leises Geräusch vom Zuschauerbereich ausgehört? Ja, genau. Ja. Auf das Piepen von Bomben zu achten, ist integraler Bestandteil meiner Arbeit. Ich trainiere regelmäßig, damit mir niemals ein Piepen entgeht. Gut, aber ein derart gedämpftes Piepen über diese Entfernung? Ich kann mir kaum vorstellen, dass, Oh mein Gott, was denn jetzt, ey? Was jetzt, ey? Machen Sie sich über die hohe Kunst der Bombenentschärfung lustig? Ich setze für Ihre Sicherheit jedes Mal mein Leben aufs Spiel. Ich wäre kein Bombenspezialist, wenn ich keine Bombentimer hören könnte. Ja, ist klar, aber bei der Entfernung. Wir zerlegen hier schließlich keine Toaster. Alter Angeber, ey, ganz ehrlich, ey. Sie behaupten also, das Piepen war zu leise. Warum nicht einfach dem Experten vertrauen? Misstrauen ist eine höchst unattraktive Charaktereigenschaft. Ja, das musst du sagen, ey. Und sie strotzen natürlich nur so vor attraktiven Charaktereigenschaften, nicht wahr? Oder können Sie beweisen, dass Herr Plosion das Piepen nicht gehört hat? Ach, also, nein, aber... Ach, das kommt mir trotzdem alles sehr suspekt vor, ey. Allerdings ist es nahezu unmöglich, das zu beweisen. Oder zu beweisen, dass er etwas nicht gehört hat, weißt du? Das ist halt schwierig gerade. Mann, ey. Und wenn ich mich nicht irre, argumentiert die Anklage, dass jemand die Bombe reaktiviert hat, bevor sie in den Gerichtssaal gebracht wurde. Ich verstehe allerdings noch nicht ganz, Herr Brain, warum Frau Woods dieser jemand sein sollte. Ganz einfach, Euer Ehren. Herr Plosion war dort, als es geschah. Er war anwesend, als die Angeklagte die Bombe scharf gemacht hat. Wie bitte? Das war vor Verhandlungsbeginn. Das war, als ich mit Inspektor Schärfe die Bombe transportierte. Ach so, natürlich. Mhm. Wir sollten die Bombe in das Anklagezimmer bringen. Ach guck mal, da sieht ihr sogar noch den Anklagezimmer. Hat sich seitdem nicht viel verändert, ne? Ja, na gut, vielleicht hat man das Bild mal geändert, ne? Wie ihr vielleicht hier sehen könnt. Aber ja. Wollen wir gleich Beweisstück. Der Anwalt wollte sie vor der Verhandlung sehen. Und in diesem Zimmer wartete Frau Woods, weil sie auf die Bombe abgesehen hatte. Ja, ist klar, ey. Ihr Plan war von Anfang an, die Bombe scharf zu machen, um den Fernzünder zu stehlen. Den Fernzünder? Davon habe ich aber jetzt zum ersten Mal. Den Fernzünder? Ja, damit kann man die Bombe aus der Ferne zünden, falls Ihnen das nicht klar war. Seit dem Vorfall ist er nicht mehr aufzufinden. Aha, okay. Viele nach Fernzünder also. Okay, interessant. Sieh mal einen an, meinen lieben Zuschauer. Hätte das gedacht, ey. Oh, mein Jay. Ja. Dafür trage ich teilweise die Schuld. Ich habe die Bombe und den Fernzünder auf den Transportkoffer liegen lassen. Und als ich mit dem Anwalt sprach, wurden sie scharf gemacht, beziehungsweise gestohlen. Sperrung gestern aktivierte die Anklage mithilfe des Fernzünders den Timer. Einspruch, Alter, als ob, ey! Wie können Sie sich so sicher sein, dass die Bombe im Anklagezimmer scharf gemacht wurde? Oh, was denn jetzt, ey? Die Bombe war die ganze Zeit über sicher im Transportkoffer verstaut. Nur im Angeklagtenzimmer befand sich außerhalb des Koffers. Das war also die einzige Gelegenheit, um sich an ihr zu schaffen zu machen. Mann! Außer Herrn Plosion hätten auch andere den Koffer öffnen und die Bombe herausnehmen können, ne? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ey? Unmöglich. Der Transportkoffer ist nur mir zugewiesen. Ach, jetzt auf einmal, weißt du, ist klar. Sehen Sie diese Nummer hier? Das ist meine Kennnummer. Meine Kennnummer? Okay, deine Kennnummer, hä? Huh? Ich kann ihn ausschließen.
aufschließen, weil nur ich einen Schlüssel habe. Okay, nun, alles klar. Das wissen wir auch darüber Bescheid, ey. Okay. Nichtsdestotrotz sind Herr Payne und Behauptungen doch reine Spekulation. Sie können nicht beweisen, dass Frau Wuss den Fernzünder gestohlen hat. Weißt du, genau, ey, das ist was bei diese Leute. Ebenso wenig, wie sie beweisen können, dass sie ihn nicht gestohlen hat. Allerdings kann ich beweisen, dass sie die Angeklagte an der Bombe zugange war. Ah, natürlich, der Schwanz, ey. Oh, Mann, ey. Hab ich vollkommen vergessen, ey. 5 Minuten und 24 Sekunden, 2,3 Dezisekunden. Die Verteidigung lag gerade einmal 5 Minuten lang im Vorteil. Ach, Alter, ey, das ging nach hinten los, ey. Na super, ey. So viel dazu zum Return von mir. Okay, solange sie die Fingerabdrücke als Trumpfkarte spielen können, bin ich natürlich im Nachteil. Goddammit, ey. Naja, wie auch immer. Ich denke, wir sollten noch einmal die Angeklagte dazu befragen. Alter, sie muss sich noch ausruhen, ey. Sie sprechen mir aus der Seele. Euer Ehren, rufen Sie hier Frau Wutz in den Zeugenstand. Naja, haben wir keine andere Wahl, wie? Sie haben doch sicher nichts dagegen, Herr White, oder? Nun, ich sag mal so, euer Ehren. Sie wissen es vielleicht nicht, aber das, was wir hier gerade führen, ist nur so eine Art Let's Show. Und ja, kein Let's Play. In der Hinsicht würde ich auch eher dieses Let's Show hier beenden und nicht das fortsetzen. In dem Let's Play, in einem zukünftigen, werden wir dann natürlich auf jeden Fall Frau Woods zurückholen. Ne? Und da habe ich auf jeden Fall da nichts dagegen. Aber hier in der Situation, da habe ich auf jeden Fall jetzt gerade was dagegen, weil halt, naja. Ja. Wulink hat mir gesagt, dass ein Let's Show nicht länger als eine Stunde dauern sollte. Also denke ich mal, beenden wir das auch fürs Erste heute hier. Nicht wahr, mein lieben Zuschauer? Und soll ich euch vielleicht noch den Talisman zeigen, bevor ich das beende? Ah, ich glaube, das brauche ich nicht, ne? Also, das ist hier mein Talisman, das ich hier habe. Das ist von meiner geliebten adoptiven Tochter Tusi. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennengelernt habt, aber ja, wie auch immer. Genau. Und ja, in der Hinsicht denke ich mal, meine lieben Zuschauer, sehen wir uns dann im nächsten Let's Show wieder. Nicht Part. Let's Show, nicht ein Part, genau. Und da werden wir dann, lass mich mal überlegen. Wulink hat mir ja die Ehre gegeben, das alles dann selber zu machen. Oh Gott, Alter, ey, wow. Weißt du, kaum ist man wieder zurück, schon muss man das alles durchziehen. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall, Spirit of Justice wird als nächstes vorkommen, meine lieben Zuschauer. Und ja, da bei Spirit of Justice, ja, werde ich dann das gesamte, nicht Let's Play, aber das Let's Show durchführen. Mal gucken, wie weit wir da durchziehen. Und ja, bis dahin auf jeden Fall, meine lieben Zuschauer, war es das erstmal. Ich bin jetzt einfach hier direkt die Aufnahme. Genau. Und dem nächsten Part, meine lieben Zuschauer, ja. Wo kann ich hier das irgendwie beenden? Lass mich mal kurz gucken. Wir sind ja sowieso schon eine Stunde, ob jetzt ein, zwei Minuten wir länger machen, macht ja jetzt keinen großen Unterschied. Das ist mal hier vier Optionen. Ne? Ich habe gehört, dass die Steuerung jetzt hier ein bisschen anders ist. Ne? Okay. Dann lassen wir mal hier, nein, das Spiel verlassen. Zurück zum Hauptmenü, genau. Da brauchen wir nicht. In den Let's Play vielleicht, aber nicht hier. So, lass mal hier nochmal zurückgehen. Oh, weil ich will das auch mal sehen, weißt du? Wulink hat natürlich den Luxus, das alles zu sehen, wie das hier aussieht. Und ich muss hier das Ganze euch zeigen, weißt du? So eine Show machen, aber nicht selber sehen, wie das hier aussieht. Okay, cool. Ah, guck mal, habt mich gerade gesehen. Habt ihr auch vielleicht meine Tochter gerade für eine Sekunde gesehen? Also meine adoptive Tochter, nicht meine echte Tochter, ne? Genau. Guck mal, da ist Episode 1, das hatten wir ja gerade gehabt, ne, genau. Ja, da, hier haben wir Episode 2, okay, das war mit Apollo, genau. Ja, okay, Apollo Justice hat das eigentlich geführt, ich weiß ja nicht wirklich viel gerade. Okay. Ah, okay, das war Athena Syke, okay, genau. Da, Athena hat das dann durchgeführt. unsere süße kleine Anwältin, nicht wahr? Ja, ja, genau. Episode 4 halt, genau. Das war... Okay, da hat der Apollo das gemacht, ne? Und dann, ah, guck mal hier, Episode 5. Da habe ich natürlich mit unserem geliebten Freund, obwohl das spoilere ich mal nicht, ne? Aber ja. Mit einem gewissen Freund, den wir natürlich kennen, habe ich das natürlich zusammen gemacht. Das war natürlich ein schönes Erlebnis, wieder im Gericht gegen ihn wieder zu treffen, weißt du, ja. Und hier natürlich die Spezialepisode. Ach, das seht ihr nicht, weil wegen der Facecam, ne? Genau. Ich würde euch empfehlen, meine lieben Zuschauer, das ist noch mein letztes Wort an euch, wenn ihr, ja, Dual Destiny spielen wollt, ne, oder mein Abenteuer hier erleben wollt, ne, empfehle ich euch als allererstes die Spezialepisode durchzuführen, denn dort wird nämlich erklärt,
Nicht nur haben wir eine gewisse Mandantin, die so hieß wie ich, weißt du, ja, sondern es wird nämlich dort auch erklärt, wie ich meine Anwaltsmarke wieder zurückbekommen habe, nicht wahr, ne? Hier bin ich jetzt einfach reingestürmt, weißt du, hab mein Ding gemacht, weißt du, aber vielleicht der eine oder andere würde sich ja, würde ja gerne erfahren, wie das jetzt, wie ich wieder zurück als Anwalt gekommen bin, ne? Wie das da zustande gekommen ist, ne? Und in der Spezialepisode, was natürlich hinter mir ist, ne, erfahrt ihr das alles. Genau. Ja, das empfehle ich euch und ja, weil das letzte, bevor ich natürlich das, was in der Spezialepisode war, war ja mit Apollo Justice und das war eine schlechte Zeit gewesen. Da will ich auch gar nicht darüber reingehen. Gut, das wäre es von Dual Disneys, das Let's Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Zuschauer. Ich bin es natürlich euer Sascha White wieder gewesen. War mir mal eine Ehre, euch wieder ein Let's Show zu machen nach all der Zeit. Und ja, in der Hinsicht, vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, stay awesome. Und ja, das war euer Chef quasi schon, weißt du. Euer Chef und Anwalt Sascha White. Bis zum nächsten Mal. Ciao!